Hallo und herzlich willkommen nach einer langen Sommerpause. 2 Tage. Tage. Ja, wir spielen wieder mit Sephiroth. Rot. Hallo. Tag. Und mir, Samira Luna. Heute gibt es viel vorzubereiten, weil in 2 Tagen kommen die tierischen Begleiter. Yay! Viele, viele Das heißt, Updates. Eisen, 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 Eisen holen für die Gehege. Ja, aber vorher will ich noch meinen Ratterschmerzen hier hinstellen, was ich, glaube ich, vor 10.000 Folgen hier schon gemacht hatte am Ende der Folge, weil ich mal hinstellen konnte. So, zack. Für künftig mehr Sklaven, die wir erstmal gar nicht haben wollen, weil wir, wie gesagt, das ganze Eisen jetzt mal uns beschaffen müssen. Ist voll Ah, ich wichtig hole mir und gleich so. wieder welche. Juhu, ich hole mir noch einen Koch, dann gibt es was Leckeres zu Ja, essen. wir müssen 1.000 Millionen Sachen machen. Wir müssen Renewan wieder ranholen, wir müssen Erich wieder ranholen. Juhu. Wir müssen die Folge wieder rendern und hochladen. Das haben wir jetzt echt lange nicht gemacht. Aber, naja, wir hatten halt Hitzewelle, ne? Da willst du halt lieber am Strand sein, also im echten Strand, nicht hier in diesem. Ja, Wobei. unser Ventilator im Hintergrund kommt ja auch nicht so gut im Let's Play, ne? Also. Oh, das war mir ja egal, was man an Space angeht, aber ja, naja. Nein, das ist mir schon wichtig, dass meine Zuschauer, unsere Zuschauer, eine gute Qualität beim Zuhören haben. Und Zuschauer. Was? Dann sollst du was Ja. anderes gucken, ganz im Ernst. Oh Nee. Mann. Gute Qualität haben wir hier leider wenig, wenig. Ach, guck mal, dieses Häschen. Kann man den auch? Ach nee, kann man nicht als Begleiter. Ach, schade. Nee, der geht ja Ja, nicht. dann ist es das Todeskarnickel von den Ritter der Da kann man Kokosnuss. sich gar nicht entscheiden. Wolf, Bär, Hyäne, Steinnase. Ah, Todeskarnickel! alles geil. Todeskarnicke? Todeskarnickel! Karre. Das springt dir an die Kehle Todeskarl-Nickel. und beißt Das da ist rein. Karl. Ja. Ich nenne es Karl. Du kennst doch Ritter der Kokosnuss, oder nicht? Ist schon ein bisschen her. Das Todeskarnickel! Ich weiß gar nicht, was so hieß, oder. Das Karnickel, dir was das. Das Karnickel! Karnickel. Ja. Okay. Das ist bestimmt der krasseste tierische Begleiter, den man haben könnte, wenn es in dem Spiel wäre. Mein Spielaktorteil übrigens nebenbei, es ist voll nervig Mir gerade. geht's. Und Aber mir man kann ist. ja auch Spinnen als Ah. Begleiter haben. Voll Spinne. Es hackt bei mir aber erst, als ich die Aufnahmen angemacht habe. Also wie so ein Aufnahmeprojekt, wie es aussieht. Aber jetzt gerade geht's. Wahrscheinlich ich muss jetzt ein bisschen einkäsen. Tada. Ach ja, muss noch ein bisschen kämpfen. Wie geht das Spiel noch gleich? Also man kann Waffe ziehen, man kann mit Q anvisieren, ja. Waffe ziehen? Wer hast das denn gemacht? Mit. Oh, I. Okay, ich bin ein wenig raus. Nebenbei hackt es noch ein bisschen, das macht's voll gut. Aber läuft. Auf jeden Fall alles super. So, dann gib mir mal Eisen. Hier ist aber nur Kohle. Eisen. Aber wenn du jetzt nur Eisen für die ganzen Tiere zu haben willst, ich bin der Meinung, wir brauchen auch Eisen für Stahl. Wir haben. Ja, wir brauchen allgemein viel Eisen. Eisen, Da brauchen wir Eisen, aber Eisen, auch Eisen, Eisen. nebenbei ein bisschen Kohle, aber es ist vielleicht nichts. Erstmal das ganze Eisen sammeln, das Kohle zu können Eisen, danach noch Eisen, machen. Eisen, Ja, Eisen. Eisen, Übrigens, da es schon Steinkraft, 10.000 Jahre her ist, Spinnen. ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe es noch nicht im Let's Play erwähnt, weil ich habe es danach erst mal erfahren. Der Grund dafür, warum unsere Gebäude verschwunden sind oder zerfallen waren, war wahrscheinlich tatsächlich der Grund, dass sie eben zerfallen waren. Denn per Standardeinstellung im Server oder keine Ahnung, ist es so, dass wir halt Gebäude eben tatsächlich verfallen, wenn ein Spieler so und so lange Zeit nicht mehr online war. Eine ziemlich bescheuerte Einstellung eigentlich. Aber die war hier offenbar standardgemäß aktiviert, zumindest nach irgendeinem Update. Und darum war alles weg bei uns. Und zwar kein Bug oder so, es war irgendwie gewollt. Aua. Aber den haben wir jetzt Bogen den Fehler, den vermeintlichen. Und jetzt dürfte es kein Problem mehr sein. Es war auch alles da, als wir jetzt kamen, also alles schick. Ne? Ja. Schicki, schick. Schicki, schicki. Schicki, 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 schicki. Schicki, schicki. Schicki, schicki. Du, Doc. So. Eisen, Eisen. Na, machst schon die Das doch. machst du aber schön. Ne? Problem ist ja, dass die andere Pickaxe, die wir haben, die Stahlene. Ach, schon überlastet, was? Dass die andere halt mit einem weniger guten Verbesserungswerkzeug ausgerüstet ist. Es ist ja bei Krone ein bisschen schwierig, das zu unterscheiden, weil die genau gleich aussehen. Aber ich weiß auch ziemlich genau, dass die halt eine Kategorie schlechter war. Deswegen mache ich es gerade alleine mit meiner. Denn für eine weitere haben wir keinen Stahl mehr gehabt. Aber offenbar haben meine Dolche immer noch, trotz ein, zwei Updates, die seitdem kamen, sowohl dieses Bluten als auch irgendwie Verkrüppeln als Attribut. Ich muss jetzt beides bei der Spinne oben stehen. Das ist ja faszinierend. Also ich kann jetzt nur 10% mehr tragen mit dem Korb. So geil ist das jetzt eigentlich nicht. Wie viel hast du denn jetzt an Belastung? 94% mit dem Korb. Und Und ohne ohne? Korb 116. Also 10, 12, also nicht viel.
Nicht viel. Naja, das sind fast 20. Nicht 10. Überhaupt nicht, das sind 12. Fast 20. Nein, 12 rundet man nicht auf 20 auf. Das ist verkehrt. Fast 20. Nein. Fast. Hast du außerdem nicht aufgepasst? Doch, außerdem. Nein. Doch, außerdem. Das Komische an diesem Belastungszeug ist ja bei Conan, dass umso schwerer du trägst, umso mehr bringt das auch. Also ich habe, guck mal, ich habe jetzt ohne den Trägerpack-Pack-Dings habe ich 122%, mit habe ich 97. Das sind über 20. Also umso mehr du trägst, umso mehr wirkt das irgendwie doch. Das ist komisch gemacht, aber das ist so. Ja, aber ich habe jetzt nicht mehr viel Platz. Ja, ich auch nicht. Ich bin jetzt schon voll. Ein paar Steine wegschmeißen, zack, zack. So. Dann schmeiße ich mal hier. Dies und jenes. Geht's noch bei dir oder war's das schon? Ich, bin mit einem Stack bei 101. Na. Na? Nee, haut nicht so hin. Dann gib mir wieder was zurück. Ah. Schmeiß. Ach, da. Das hast du schon hingenommen. Du bist ja eine. So. Dann werde ich noch mal nach oben und ein, zwei Typi töten. Ich hab Durst. Trink doch was. Also sag mal nicht so. Noch lang kein Level gestiegen. So seit einem halben Monat oder so. Oder zwei Monaten oder. Aber ich bin nicht gespielt. Ja, es ist echt merkwürdig, jetzt wieder zurückzukommen. Zack. Aber ist echt langsam mal an der Zeit. Ihr habt es auch oft versucht gehabt, das zu planen mit Erich und Rene waren. Aber immer konnte irgendwie nicht. Dann habt ihr oft noch spontan keine Zeit. Das ist, war eine schwierige Zeit für uns allgemein, so. Aber jetzt. Ja, lagen alle am Strand. Ja. Ah ja, also wir hoffen jetzt wieder vielleicht eine halbwegs regelmäßigere Zeit hinzubekommen. Aber ich kann schon mal sagen, dass bestimmt der Anfang wieder ein bisschen Unterbrechungen haben wird. Weil erstmal reinkommen und hochladen. Hoppala. Aber braucht ja alles in seine Zeit. Ja, bitte. Unsere Zuhörer können ja auch mitspielen. Ja. Genau, aber Zuhörer, ich hoffe, es sind Zuschauer, denn es ist kein Hörspiel hier. Könnte auch mal machen, Hörspiel. Aber wir müssen mal ein Hörspiel machen. Ja. So, Tim Kleiner ist wieder voll. Ja, naja. Wir hatten ja vor, was war das, 2 oder 3 Jahren, haben wir ja mal angefangen, ein Star Wars Hörspiel zu machen. Oh, das war so geil, das war so gut. Aufgrund unseres ultra-professionellen Editors, welcher ich gewesen bin. Aber es hat sich da alles im Sand verlaufen, leider. Das würde ich echt gerne weitermachen. Hat total Spaß gemacht. Man muss jetzt nicht über Star Wars machen, ist auch nicht so meins, aber allgemein so ein Hörspiel produzieren, ah. Ach, Ideen, Vorstellungen, Wünsche. Ja, bitte? Der Staubsauger ist an. Gruselig. Wir haben einen Staubsauger an. Ja, die Katzen. Ah, oh, diese Katzen machen Staubsauger an. Während des Let's Plays, das ist mal ein Ding. Irgendwas redet sie gerade im Hintergrund, aber keiner hört zu. Ist ja nicht schlimm. Also Samira muss jetzt mal Katzen füttern gehen, weil die Staubsauger anmachen. Voll gute Katzen sind das. Schade, dass man so ein Let's Play nicht hört. So, wir lassen noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. Sie ist da. Psst, jetzt Ruhe. Da ist man ganz alleine zu Hause. Gruselig. Aber wenn Sie mir beim Haushalt helfen wollen, ist das ja auch ganz nett, oder? Ja, ich denke schon. Aber nicht im Let's Play. Das muss ich noch beibringen. Das darf nicht aufgedacht werden. Das geht nicht, nee. Also, ich laufe ja völlig in die falsche Richtung. Glaube ich auch. Ah, ja. Oh, was? Ja. Au. Ja, ich würde gerne gucken, wo du bist, aber es geht immer noch nicht. Das sollte ein Aua. Ja, ich bin halt völlig falsch abgebogen. Sollte man langsam nachpatchen, dass man sich auf der Karte sehen kann. Das ist so ein dringend wichtiges Feature. Aber ja, völlig abgelenkt. Tja. Lustige Katzen. Niemals den Staubsauger stecken lassen. Nee. Nicht bei so krassen Haustieren. Ah, man hat es im Display leider nicht gehört und hast auch keine Webcam an. Das wäre alles super gewesen. Beim nächsten Mal dann, ne? Bisschen mehr vorbereiten, bitte. Livecam für die Katzen. Ja. Ja, klar. Ja. Das sind dann Katzenvideos im Let's Play. Es gibt über die Klickzahl auf 1000-fache Vervielfachung bringen. Da bin ich sicher. Katzenvideos mit Conan. Also ich würde es gucken. Ich würde sogar einen Daumen nach oben geben. Und einen Kommentar schreiben.
Facecam von der Katze während des Spiels. Ja, ja. Schnarch, schnarch, schnarch. Aber du musst dann auch mit Fischei-Objektiv haben und die müssen Partyhüte aufhaben. Das ist ganz wichtig. Ja. Habe ich in South Park gelernt. Anders geht das nicht. Dam, dam, da, da, lapp, so. Dam, da, da. Achso, ja, ich pack's mal in meinen Ofen. Ah. Aber siehst du, kann ich ja gar keine Kohle mehr einsammeln, weil ich ja voll bin. Das habe ich nicht bedacht. Ich bin, also, ganz ehrlich, ich habe jetzt so eine krasse Stahlpickel-Axt, ne? Einmal hingehen, alles abhauen, was da ist, und wir haben komplett alles voll und müssen wieder zurück. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, nee, das ist keineswegs schlecht. Aber ich hätte einfach mehr gern mehr Tragekapazität. Das ist alles möglich. Dafür wäre Erisch ganz gut, oder zumindest ein dritter Spieler allgemein, aber ist ja alles nicht da momentan. Die Spinnen sind ja hartnäckig geworden. Ich bin hier schon fast am Dorf und ist immer hinter mir. Sklave. Ja. Wo ist denn der Chris eigentlich? Unser Seven Days to Die Sklave. Weiß nicht. Ich weiß, dass der auch Opala Conan spielt. Er hat uns ja damals erlaubt, auf seinem Server zu spielen. Was wir nie genutzt haben, ist jetzt Play. Aber der muss mal hierher kommen. Also echt. Fällt mir aber ein, hat gerade noch vor einer Weile erst nach meinem Minecraft-Server gefragt. Aber der ist momentan aus. Weil ich nicht mehr spiele aktuell. Also. Was denn? Aber egal. Andere Geschichte. Irgendwann muss ich aber wieder weitermachen bei Minecraft. Oh Mann. So. Eisen, 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 Eisen. Ich bin wieder abverbreit. Du bist gut. Das Eisen ist aber alle jetzt da, also die Ressourcen sind erschöpft. Hast du schon als Eisen reingetan in die Öfen? Haben wir noch... Bei mir, meinst du, bei mir. Haben wir noch irgendwo... Oder? Eine Eisenquelle gefunden gehabt letztes Mal? Irgendwo war doch noch eine. Ich hatte, glaube ich, markiert. Mal gucken. Ach, hinten bei den Affen? Ja, bei den Affen. Und auf dem Weg zu den Affen haben auch noch eine. Ja, irgendwo da. Erstmal auf dem Weg hin. Oh, aber ich sehe gerade, mein Tod ist immer noch da ganz oben im Norden. Der wird auch nicht mehr verschwinden, wie es aussieht. Nee, das... Na, jedenfalls da beim Aussichtspunkt, so heißt der Punkt. Und daneben ist das Eisen. So auf dem kleinen Zipfel da, der rauskrackt ins Wasser. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Ja, würde ich auch machen. Zack. Hast du jetzt so wenig Eisen, dass es in einen einzigen Ofen reinpasst? Ich könnte mich auf zwei Öfen aufteilen. Nee, meins passt auch noch rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stack. Stacksy. 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stacks hatte ich fast gehabt. Viel mehr als du. Wie viel hast du auf Belastung? Okay, dann ist meine Rüstung nicht so geil. Ach so, was? Ja, alles klar. Ich habe die falsche Rüstung an, oder? Stimmt, ich habe ja nichts an. Ich habe dieses Blattwerk bloß. Das wirkt ja auch nichts. Dann ist es das. Rüstung, Mutbonus, Präzisionsbonus. Belastungsbonus. Ja gut, ich zieh die alte an. Ich meine, du musst auch gar nichts anziehen. Ich meine, ich habe auch nur wieder diese... Nee, ich gehe nicht nackig. Nein. Nee, ich habe Pflanzenfaser an. Nicht in die Tüte. Nein, das kommt mir nicht. Ich bin doch keine Pflanze. Bin ich Öko oder was? Ja, das wiegt 0,0. Nein. Doch, 0, doch. Nix ist... Das wiegt... Ja eben, das wiegt nix. Und weniger. Nix und weniger. Voll gut. Ach, schnell wieder anziehen hier. Das sieht... So. Mist. Ich brauche Leder, kein hartes Leder. Oh. Zack. So. So, noch einmal Wasser tanken. Das da rein. Na, jetzt los. So, wo bist du jetzt? Ich fülle meine Wasserflasche. Ja, wo? Im Wasser? Ja, aha. Vielen Dank für diese Information. Ich sehr wichtig. Ich bin wieder aus der freundlichen... Freundlich? Freundlichen Haustür raus. Freundlich. Ich bin ja freundlich, aber freundlich ist mir tatsächlich neu. Freundlich, dann weißt du gleich, ich brauche ein paar Wörter, ne? Und wo ich bin. Ja, Nuknech. Nuknech, was? Das klingt gonisch. Achso, Gesundheit. Können wir jetzt raus? Du so weit, ach du trüllst immer. Ich bin schon hier Richtung, ich bin schon Richtung Dingens. Ich weiß auch gar nicht, wo du langläufst, ich muss hinterher laufen. Na, zur Eisenquelle. Ich bin hier draußen an der Ostfront. Ja. An der östlich. An der Ostfront. An der östlich. Jetzt schwimmen. Wow, es hackt. Ja, bin ich auch gerade. Oh, Synchronschwimming. Nee, jetzt nicht mehr. Wenn du behauptest, ich sehe dich nicht. Eben war es nur. Ja, ja. Eins, zwei, jetzt wieder eins. Vor allem schwimme ich voll gut mit der Pickaxe in der Hand, irgendwie auch mich. Also in der Animation irgendwie ist meine Hand jeweils links und rechts frei. Was echt auch so geht. Sie müsste ja die Pickaxe unter ihrem Bauch durchziehen eigentlich, wenn sie den Arm wieder nach oben nimmt. Unter dem Bauch durchziehen? Ja, wie sieht es aus, als ob ich das... Also, meine Pickaxe rudert hier von magischer Hand von ganz alleine vor mir. Also, die rotiert quasi vor mir in einem Kreis, in einem Halbkreis, danach verschwindet sie. Aber sie wird von meiner Hand nicht berührt. Das ist sehr faszinierend.
Nee, das habe ich auch nicht, aber so, wenn man das jetzt so weiterdenken würde, würde ich sie unter meinem Bauch durchziehen und wieder nach vorne holen, ganz witzig. Ganz witzig. Ich Weil wir machen ja Profischwimmen, das ist jetzt nicht dieses einfache Schwimmen, wir machen ja wirklich Profischwimmen, ne? Ja, ja, das war's total fertig. Also, wenn du 100 Meter kraulst, mit der Geschwindigkeit bist du eigentlich schon fix und alle. Also vor allem nicht trainierter Schwimmer natürlich. Ja, du kennst mich, ich schwimme ja nur noch so. Ja, kann ja gar nicht mal. Ja, aber du schwimmst ja nicht richtig so. Schwimm mal 100 Meter wirklich so. 100 Meter. Durchgängig so. Du bist danach total exhausted. Glaube ich nicht. Na, ist nicht Profi doch ziemlich sicher. 100 Meter ist doch nicht weit. Ja, das denkt man so. Ich dachte auch beim Exletics, wo ich mitgemacht habe, dass die paar Meter da Wasser da nicht viel gewesen wären. Ich war danach sowas von fix und alle. Ach ja, weiterlaufen. Folge mir! Nuknech! Gesundheit. Lalalala. Ich muss sowieso generell mein Klingonisch ein bisschen aufpassen, habe ich heute gemerkt. Ich kann das nicht mehr so gut verstehen wie früher. Hier rennt da schon ein Haustier hinterher, das will mit dir mit. Was du? Ach so, nee, dir. Ich? Ah, 50 Krokodile! Bin ich dein Haustier oder was? Das klang so, als wenn du es implizieren würdest, ja. Nein. Doch. Oh, ein kleines süßes. Ja. Ein Süßes, was sich angreift, zumindest dessen Elternteile oder ein Teil des Elternteils, also die Hälfte. Dafür kann das Kind ja nichts. Doch. Kann es schon. Im echten Leben, dafür kann das Kind nichts. Doch, doch, auch da können sie, na klar. Zack. Ich bin ernannt. Wo bist du? Dort. Wunderprimast. Mal ganz kurz gucken. Und da war auch noch Eisen. Primat. Erst was als sie vorne holen, ist er gleich da. Damals bestimmt ein Typ, der guckt, ja. Ich weiß nicht, ob wir da hoch müssen. Ich glaube, da oben ist auch noch Eisen. Nein, das war hier unten. Gucken sowieso schon an, der Typ. Typine. Hier ist es. Kämpfer 3 sogar, guck gerne an. Ah, hier war noch mal Schild einsetzen. Und ja, hier unten ist auch Eisen, aber ich glaube, halt oben ist auch noch Eisen. Was ist auch nicht sehr viel. Ey. Ah, auch da unten. Wo ist sie denn? Ist er denn hier? was ist denn ein Blubbel-Blubbel-Blubbel-Geräusch hier? Das Blut aus hier raus. Ach du meine. Ich schau mir Eisen. Blut verschwinden. Hat sie auch dabei? Oh, sie hat Silber dabei. Eisenbahn, ja. Silbereisen. Was macht man mit den Silbermünzen? Ich hab das noch nicht ganz. Also, Dekoration, keine Ahnung. Florian, Silbereisen hast du jetzt also mitgenommen. Das ist schön. Nee, hab ich nicht. Eisenbahn. Eisenbahn? Die Münzen habe ich ihr gelassen. Ja, die hatte. Eisenbahn. Fünf Eisenbahnen dabei. Ja, ja, eine Eisenbahn. Fünf Eisenbahnen habe ich hier im Zimmer stehen. Fünf Stück. Ich sag das dir. Du musst mal zum Ohrenarzt. Warum du musst du mal zum Eisenbahn im Zimmer stehen. Ja, warum soll ich keine Eisenbahn? Ich bin Eisenbahn. Ich bin Lokomotivfan. Wusstest du das nicht? Nein. Keine Wunder, ist auch gelogen. Hier ist Eisen. Ja, aber ich muss hier erstmal mich der Bedrohung entledigen. Hör auf, dich zu schützen. Ja, ich weiß das, aber ich habe hier immer noch was zu kämpfen. Danke für die Unterstützung übrigens. Du bist doch reingerannt. Nee, die kam auf mich zu. Die hat mich sofort gesehen. Weil ich so gut aussehe. Ich muss erstmal den Punkt markieren. Habe ich schon längst gemacht. Eisen. Aber nicht für mich. Ja, das ist echt blöd, dass wir das nicht sehen können. Ja. Bei Seven Days vielleicht kann man ja sowas alles teilen. Und sowieso die Leute auf der Karte sehen. Apropos, ich fürchte bald, wir müssen nochmal über Seven Days spielen. Denn ich denke, so lange dauert es nicht, bis das nächste Update draußen ist. Ist ja schon Anfang des Jahres angeteased worden. Oh. Da hätte ich auch voll Bock drauf wieder. Was willst du noch alles machen? Alles. Möglichst alles. Ja. Wo bist du jetzt? Na, ich stehe hier oben. Ach, da. Eisen. So, ich greife zu Pickaxe und mal werde Folgendes machen. Dreimal draufschlagen und dann können wir nach Hause gehen schon wieder. Ja, aber Cliffhanger. Mach das wirklich, mach das nicht. Sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal beim Eisenhauen. Später. Tschüss.